Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann im Projekt Ikes ist Lohnunternehmer. Es funktioniert eigentlich ganz gut, was ich mir da so überlegt habe. Bis auf, dass es irgendwann natürlich den Moment geben wird, was ist, wenn er voll ist. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt noch mal eben schaffe. Sieht ganz gut aus. Hat einen Antritt, so ein Vario, ne? Oder nicht so eine lahme Bumskiste. Wie irgendwas Rotes oder so. Gib, gib, gib. Na, siehst du wohl. Und das bringen wir jetzt auch gleich ins Silo. Und der Abstand stimmt doch in die 75 Meter. Steht das? Ja, das wird nur angezeigt, wenn die im Verband sind, ne? Geräteeinstellung, Versatz horizontal, Gehwerkeinstellung, ne. Okay. Dann habe ich mir das auch mal ausgedacht. Stimmt das jetzt nicht. Macht aber nichts. Komm. So, ab zum Hofsilo. Käffchen ist schon was Leckeres. So. Einmal kurz ein bisschen Katzen ärgern hier. Mann, die Schweine können das ab, die sind es gewöhnt, die kennen mich. Hab da schon gemistet. Wir machen natürlich gleich wieder ihn hier. Zack, zack. Eben ein bisschen leer saugen, den Kleinen. Das Geile ist, dass die Presse schon hier gewesen ist. Also, direkt just in time. Geht das hier weiter. Wir werden auch nicht mehr so viel verschenken. Wir haben echt viel Geld verloren mit dem Häcksler, mit dem Häcksler-Mieten. Das weiß ich. So, wir werden jetzt erstmal eine offizielle Rechnungsstelle schreiben für Feld 2. Kann man denn... Geht das eigentlich? Nee, warte mal. Wenn man sich dann ausloggt, dann funktioniert das nicht. Abfahren.
Haben wir einen Strich. Beinen haben wir dann eine Gesamtzahl. Dann haben wir Dreschen. Und Pressen. Und Robbern. So, Tuja, Tuja, ich komm schon. Könnte klar gehen. Wir probieren mal was. Wenn wir uns jetzt hier auf den Schwarz stellen, ungefähr in ihre Position, müssten wir eigentlich genau in der Reichweite vom Röhrchen sein. Haben wir nämlich schon wieder bei 32%. Ah, es hätte ja sein können. Das wäre so schön gewesen. Aber dann kann er den Rest jetzt nämlich abfahren. Also den Rest dreschen, ohne dass man ihn abfahren muss. Beste Wegen. Nächste? So meinte ich das. Eigentlich. Oh. Aber den bin ich nicht so mit Fahren. Nur einen stehen lassen davon. Ein guter Schnitt. Im Vergleich zu sonst. Oder wenn ich jetzt mal so auf die an die Gnadenthal denke, wenn die großen Drescher da wühlen, wie viel die eigentlich stehen lassen. Na gut. Limitless würde jetzt sagen, die lassen immer alle stehen. Follow Me ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Habe ich auch viel benutzt. Aber irgendwie im 22er gar nicht mehr. Hast du das überhaupt? Nee. Der Bein kommt ja eh noch nicht. Gut, dann werden wir uns mal bei den Schweinen irgendwo eine Karre. Hier gibt es eine Karre. Ah, das ist noch E. Und Z. So, alles. Cool. Großtiermist sollte auf die große Platte. Machen wir doch. Hier drücken kannst du auch eine Karre. Witzig. Nur hupen geht nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht rülpst oder so.
die war fertig. Das hier ist die nächste. Viel ist das ja nicht, ne? Dass viele Pferde so an Mist produzieren. Hier ist auch noch was drin. Wischen, was kriegen wir noch mit? Kann nicht umsonst laufen hier, ne? Lieber laufen, laufen als kaufen, kaufen. Das hat mein ehemaliger Disponent immer gesagt. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was er damit meint. Muss ich auch nicht. So, in Fahrzeug einsteigen. Letzte Bahn. Flix. Können wir nämlich auch aufschreiben für den Bein, den wir weggebracht haben. Ah, 72%, wenn das mal noch reicht. Ja, das Schlimme daran ist ja, wir müssen ja trotzdem noch den ganzen Kram aufräumen. Da noch plogen, ne? Ne, ich glaube, wir flachprobern das. Zu verwechseln mit dem Flachkörper. Super. Waren wir bei den Schweinis. Da ist die Karre dann. Sieben. Dann wir noch mal rückwärts und dann wieder vorwärts. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die vorwärts 10 fährt. 9. Man kann den Tempomat gar nicht. So, Pferdebox leer. Pferdebox leer. Pferdebox nicht leer. Also rein da. Das war's. Mit den freundlichen Pferden. Die sind sowieso draußen im Sommer. Und von daher. Ach, guck mal, wie süß. Fährt er doch noch automatisch abtanken. Wer hat die Kokosnuss?
Dann da irgendwo in der Ecke. Auf einem Pferdestall. An der Tür. Da. Ich hab den genau gesehen, die hat hier gestanden. Was ist denn eigentlich, wenn man die hochkippt? Kann man die dann wegstellen, vernünftig? So? Nein, schade. Geht. Gut, dann lassen sie stehen, da stand sie auch. Und dann schnell gucken, was diese. Jo, den lassen wir mal eben zu Ende pressen. Wir springen ganz schnell zum Preschiladresch. Preschiladresch. Vergiss mal diesen Kurs. Wir holen nach vorne mal eben kurz den restlichen erste Wahnsinn da weg. Dann setzen wir uns in die Presse und pressen das alles weg. Sehe. Ein Kurs, diesen Position Board. Wir haben drei Vorgewände gemacht, ne? Scharf, er kann. Ja, machen wir ruhig so nochmal, das war ganz gut. Danke, dass du fertig bist. Bin mit dir aber noch nicht fertig. Bin mit deiner Arbeit extrem unzufrieden. Echt schade, dass ich Ballen pressen muss. Weil ich mir die falsche Presse ausgesucht habe. So kann man das wenigstens ein bisschen erkennen, wenn du so von oben herab heranzoomst. Echt liegen lassen. Wahnsinn. Ich glaube, ich werde jetzt mal eben kurz dann in der Heimat pressen. Also auf dem Hof pressen. Dann kann ich nämlich den Kurs löschen von dem großen Vario, kann den auf die Presse kopieren, kann dort eben pressen. Und dann kann ich mit dem Vario runterfahren und DP arbeiten, ohne dass ich Angst haben muss, dass der Kurs vom Man gelöscht wird. Wobei das auch wieder Blödsinn ist. Soll ich sagen, warum? Weil es falsch rum gemäht ist. Ich habe ja jetzt erst das Vorgewende gemäht. Ich müsste jetzt theoretisch erstmal den Bader darüber, aber wir machen das so.
Denke ich. Da ist schon wieder ein Tausender Betriebskostenfahrzeuge. Ich glaube, ich werde so die ewigen 100.000 haben. Apropos 100.000, was gab es eigentlich im Sale? Aha. Neidwerk haben wir. Maisgebiss brauchen wir nicht. Kofferrohle für 71. Das ist aber kein Couchschläger. Mm-mm. Gibt es eigentlich einen Frontschwader? Würde ich schon immer mal wissen. Entschuldigung. Doch Schwader? Und ein Band. Genau, ein Frontschwader. Aber den kann man nicht umbauen, dass er das in die Mitte schwadert. Wäre doch ein geiles. Wenn man. Ne, der schwadet das immer alles nur zur Seite. Nur der hier macht das. Der könnte das nach vorne schwaden. Lange Rede, kurzer Sinn. Verschwende nicht so viel Zeit, Alex. Ich hab einen Halm vergessen, der steht hier. Gibt aber Pressen mit Rechenform. So quasi so eine Art Schwader. Das ist nicht mal ein Bein. So, nur damit ich den Bein habe, fahre ich gleich auf der anderen Seite nur einen anderen. Hier. Das nochmal eben wegsaugen. Keiner weiß, was jetzt abgeht. Nö. Jetzt ist weg. Richtiger Monsterlack. Monsterkill. So, guck mal, wir fahren jetzt hier einfach mal eben rein. Holen uns das, was wir brauchen. Oh. Warte mal. Absolut keine gute Idee. Wir müssen das anders machen. Ich muss diesen und dann muss ich ganz schnell rüberfahren. Legt er die automatisch ab, ne? Ja, wir lassen den Bügel auf dem Ballen liegen.
Wollte eigentlich den letzten mal eben abtanken. Schon was kriegen wir hier noch rein oder müssen wir das jetzt wegbringen? Es ist natürlich jetzt die große Frage. Also wenn jetzt, ich muss noch mal kurz darauf zurück, weil wir haben schon Juni, wenn der Monat natürlich Schnee gehabt hätte, der Januar und so, dann wären wir auch dazu gekommen mit dem Rollen und es gab halt nur noch diese Saatmission. Aber so wird es immer sein. Also es wird keinen festen, das machen wir dann und wir haben jetzt hier und das geht nach der Reihe, morgen geht's weiter. Mm-mm. Ne, die müssen wir mitnehmen. Das ist voll. Nützt alles nichts. Wie du es drehst und wendest. So, damit ist Feld 2 dann abgeschlossen. Ne? Und wir haben exakte 16 Ballen gepresselt. Dann klapp dich mal ein und dann kommst du zum... Verkaufen wir denn mal Stroh? Hm, okay. Wir haben gar kein Ziel. Preisliste. Stroh war ganz oben, wenn du richtig gucken würdest. Vieh und Futterhandel. Vieh und Futterhandel, Vieh und Futterhandel, das war das. Ne, warte mal. Das hier. Jetzt aber erstmal zum Shop fahren. Ja, schade ist, dass man hier nicht durchfahren kann. Also das ist so, da hätte ich noch eine Durchfahrgelegenheit von gemacht. Vielleicht. Wenn der Lohnunternehmer dreimal klingelt. Gib mir mal dein Röhrchen, mein Kleiner. So, gib her. Bringen wir nämlich jetzt noch eben schnell weg und dann geht das ans Ballenpressen zu Hause. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast, ein Abo dalassen. Wenn du, aber nur dann, wenn du wissen willst, wie es hier weitergeht auf dem Kanal. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Ike auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin heute sehr, sehr müde. Das tut mir leid. Ike sagt tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.